Am 25. Oktober 2013 fand im alten Münchner Rathaussaal die Übernahmeveranstaltung von insgesamt 108 neuen städtischen Beamtinnen und Beamten statt. Alle haben erfolgreich die Ausbildung bzw. das Studium der Verwaltungswirtschaft oder Verwaltungsinformatik bestanden. Prüfungsbeste der sogenannten zweiten Qualifikationsebene war Julia Dumski. Sie hat einen traumhaften Notendurchschnitt von 1,49. Im Interview am nahegelegenen Münchner Fiktualienmarkt erzählt die zweitbeste Bayerns von ihrer Ausbildung und ihrem Handicap als Rollstuhlfahrerin. Heute ist der Tag der städtischen Prüfungsfeier, ein ganz besonderer Tag für mich, da es nun das offizielle Ende einer erfolgreichen Ausbildung ist und auch die letzte Möglichkeit, meine Kurskolleginnen und Kollegen noch zu sehen. Wie sind Sie auf die Ausbildung zur Verwaltungswirtin gekommen? Es war ein langwieriger Weg. Nach meinem Abitur musste ich ganze 2 Jahre auf einen Ausbildungsplatz warten. Ich habe mich sehr viel beworben in der Privatwirtschaft, hatte lauter Absagen bekommen. Und dann habe ich die Möglichkeit ergriffen, beim Landespersonalausschuss-Test mitzumachen. Die Stadt München kam dann auf mich zu und hat mich zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Erstmals kam ich auf eine Warteliste, habe auch wieder gedacht, es wird ein Misserfolg, bis ich dann die Nachricht bekam, dass sie mich nehmen würden, was für mich eigentlich endlich das war, was ich wollte. Was war das Interessanteste an der Ausbildungszeit? Es gab vieles Interessante. Zum einen in die Gesetzeswelt eintauchen zu können, um mal zu erfahren, wie es läuft in unserem Staat. Gerade das Kommunalrecht oder das Staatsrecht war sehr interessant und aufschlussreich. Aber das Highlight der Ausbildung war eigentlich das Auslandspraktikum in Wien. Es wurden 10 Teilnehmer ausgewählt, die dann 3 Wochen in der Magistratsverwaltung ein Praktikum absolvieren konnten. Und auch das Rahmenprogramm war optimal. Wir haben sehr viel angeschaut und sehr viel Neues und Interessantes erfahren. Wie sieht der Alltag als Rollstuhlfahrerin aus? Es gibt immer wieder Schwierigkeiten als Rollstuhlfahrer in der normalen Welt. Das erste Mal haben wir es gemerkt, als ich als 7-Jährige eingeschult werden sollte. Meine Mutter musste 1 Jahr lang kämpfen, dass ich in einer Regelgrundschule eingeschult werden konnte. Dann das nächste Mal, wo ich es besonders gespürt habe, waren die 2 Jahre nach meinem Abitur, was ich schon angesprochen habe. Und im Moment merke ich es auch wieder. Ich studiere neben der Arbeit und bekomme im Moment einfach den Fahrdienst zur Universität nicht genehmigt. Und das ist eine sehr belastende Situation für meine Eltern und mich, da meine Eltern nun teilweise mich in die Stadt fahren müssen. Beide sind Vollzeit berufstätig und es ist einfach eine Situation, die auf Dauer untragbar ist. Daher hoffe ich, dass das bald was Positives bringt. Die Stadt bemüht sich seit Jahren um Schwerbehinderte, Inklusion und Barrierefreiheit. Wie sehen Sie ganz praktisch und realistisch die Erfolge? Die Landeshauptstadt München als Arbeitgeberin ist sehr vorbildhaft. Sie hat mir die Chance gegeben, mich zu beweisen in einer Ausbildung. Auch die Ausstattung der Referate ist sehr gelungen. Im Moment arbeite ich im Referat für Bildung und Sport in der Fachabteilung 4. Und
das Team ist einfach wunderbar. Ich bin sehr gut integriert, werde genauso wertgeschätzt wie jeder andere Kollege und jede andere Kollegin. Und es ist barrierefrei zugänglich. Es gibt automatische Türöffner, die mir auch den Weg dann zum Arbeitsplatz enorm erleichtern. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, welche wären das in privater, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht? Mein erster Wunsch im privaten Bereich ist es, dass meine Familie und ich in Zukunft zufrieden und glücklich leben können, ohne großartigen Stress mit den Ämtern weiterhin zu haben, dass ich genauso meinen privaten Weg gehen kann wie jeder andere junge Mensch auch. Der zweite große Wunsch im beruflichen Bereich: Ich wünsche mir, dass ich in der Zukunft in einer Position arbeiten kann, in der ich Menschen mit Behinderung helfen kann. Da es eben sehr schwer ist, als behinderter Mensch in der Arbeitswelt aufgenommen zu werden und geschätzt zu werden, möchte ich da besonders gerne ansetzen. Mein dritter großer Wunsch gegenüber der Gesellschaft ist, dass die Denkweise sich langsam ändert, dass wir behinderte Menschen nicht mehr als minderwertig bezeichnet werden oder so angesehen werden, dass sich auch die Gesetzgebung langsam an das Thema Inklusion heranwagt, dass auch die Gesetze inklusiv werden. Denn momentan ist es meines Erachtens so, dass die Gesetzgebung in der Hinsicht stehen geblieben ist.